Willkommen zu einer neuen Folge Grid Autosport. Ich glaube, das ist bei mir die 160. Bei Andy Folge 4. Bei Sempo Folge 12 oder sowas. Keine Ahnung. Und wir fahren nochmal die Touring Cars, die ihr am Ende der letzten Folge gesehen habt. Und Kongo hat fünfeckige Räder wegen meinen Grafikeinstellungen. Ja, die Strecke ist jetzt Gummi und die Räder sind aus Beton. Ja, ist so. Das ist dann cool. Quasi das gleiche, nur umgekehrt. Fährt sich dann genauso. Ja. Alles klar. Das war der BMW da, der Cameron. Das war der Brite, ja. Der Engländer. Bremsen muss man ja nicht. Nö, wer macht das schon? So, Andy, ich will endlich mal wieder gewinnen. Ich bin heiß. Auf den Sieg. Und bremse zu früh. Aber dafür komme ich besser aus der Kurve raus. So, jetzt mal sehen. Jetzt bin ich sogar besser aus der Kurve rausgekommen. Ich habe absolut niedrigen Abtrieb und kürzere Übersetzung. Ah, jetzt bin ich doch schneller. Das könnte dir jetzt auf der Strecke aber auch zum Verhängnis werden. Mit dem Abtrieb? Nee, mit dem verkürzten Übersetzungskram. Ah, scheiße. Das kommt davon, wenn man nicht in den Scheitelpunkt zieht. Golgoth, kennen wir den nicht auch? Ja, das war der, der mich jetzt ein paar Mal angestupst hat. Ach, der. Ich überhole den dann mal, ne? Muss aufpassen, der zieht rüber. Nee, der macht nichts. Der ist brav. Komm schon, Kongo, Sempo und... Ah, okay, ja, also ich hab doch gesagt, der zieht drüber. Er macht nichts, Sempo fliegt. Der macht ja, nichts, der will nur spielen. Ja, er drängt mich raus. Damit kann ich das Rennen wieder vergessen. Ja, danke für das nette Duell. Ja, bitteschön. Tschüss, Pac-Man. Okay, nicht aufgegeben und dann verlassen. Das heißt, das war aber nicht wieder das WLAN. Nee. Kongo, bist du da wieder? Und ich ramm dich. Ah, du bist da wirklich. Hätte ich dich fast wieder weggehauen. So, Windschatten. Gib mir Kraft, gib mir Power. Gib mir Speed. Ich will zumindest, wenn ich nicht gewinnen kann, noch ein paar Überholmanöver zeigen. Ah, man muss einfach nur durch den Scheitelpunkt ziehen. Ich will den Kameramann rausballern. Echt? Nicht den Golgoth? Nö. Na, wieso ist denn der so langsam? Der hat mir im Moment nichts getan, der hat sich ja nur mit dir angelegt, aber ich will den mit dem Cameraman. Alter, was ist gerade los mit mir, ne? Mein Abtrieb. Ich fahre die Karre hier eigentlich immer ohne Abtrieb. Normalerweise komme ich damit gut zurecht. Was hast du denn jetzt gemacht? Hast du dich gedreht? Nee, aber ich gewinne sowieso nicht mehr, also mache ich mir Platz, um eine schnelle Runde zu fahren. Solltest du hinkriegen? Vielleicht. Zimtstern. Ah, hallo Cinnamon. Du bist mein Stern. Ja, Andy, du hast auch freie Fahrt. Du könntest also auch eine schnellste Runde fahren. Ja, ich meine nur, dass ich die erste Kurve bisher immer verkackt habe, jetzt habe ich die aber einigermaßen hingekriegt. Dafür habe ich sie gerade ein bisschen verhauen. Oder ist Lego Manu etwas in dem? Nee, Zimtstern ist ja noch drin. Und ich werde zumindest nicht letzter, weil Slack Alice noch hinter mir ist. Das ist doch auch schön. Alice, who the fuck is Alice? Muss man kennen? Fragezeichen? Das ist so ein Running Gag Hit, der irgendwie alle 100 Jahre mal wieder ausgekramt wird. So lange lebst du schon? Oh, cool. Ja. Ich habe schon von Templern Überlieferungen gehört, dass dieses Lied schon vor 4000 Jahren gespielt wurde. Oh, Templern Illuminati? Nee, das sind die Einheiten bei StarCraft von den Protoss. Die machen Blitzstürme und so einen Scheiß. Und Halluzinationen. Ah. Juhu, hallo. Guck mal gleich, was du für eine Rundenzeit gefahren bist. Ich habe eine 1:24.222. Aber die Runde war nicht so geil. Aber die kann jetzt auch wieder gut werden. Nee, ich merke immer noch, dass ich zu langsam durch die Kurven fahre. Ich habe da immer noch Luft. Eine 1:24.8. Entschuldigung. Vielleicht geht da ja noch was.
Um die Linkskurve rum. Ah, war ich wieder zu langsam. Das merkt man dann richtig, wenn man nicht mal voll einschlagen muss und die Kurve trotzdem locker bekommt. Dann weiß man, oh, da war ich deutlich zu langsam. Oh, die habe ich geil erwischt. Oh, schon wieder zu langsam. Ich will mal sehen, ob ich die mal voll erwische, ja. Sehr gut. Gleich ist Feierabend. Schadalala. So weit seid ihr ja gar nicht weg eigentlich. 1,24, 1,35. Mal sehen, vielleicht kann ich das knacken, aber ich glaube es nicht. Nee, ich hab auf jeden Fall gemerkt, dass ich deutlich langsamer war. Nee, habe ich nicht geschafft. Okay, Schalke-Bub. Ja, der hat nachher jetzt, wo er freie Fahrt hatte, wo er an mir vorbei war, ist er ein bisschen weggezogen. Ah, ne, hier, Sempro. 1,24, 2. Hab doch nochmal reingekommen. Hast du Windschatten gehabt oder so? Nee, ich war komplett alleine hinten. Ich hab 6 Sekunden auf Kongo, auf Dr. Kongo, Sempro und ZB gehabt. Wie du an der Schlusszeit sehen kannst. Ja. Wer hätte sein können, dass du zwischendurch, weißt du? Ja. Ich hab bevor einer abgeflogen ist oder so. Die erste Kurve nicht gescheit erwischt, die vierte und die fünfte. Und danach war es eigentlich alles ganz gut. So, jetzt würde es mich nicht wundern, wenn als nächstes wieder diese blöden Ford Falcon in so einen Commodore kommen. Mich auch nicht. Mal Ute. Hier. Ute. Der Ute. Mann, nee, nicht wieder genau. Ute. Ich hätte jetzt mal Bock auf IndyCar mit Rundkurs. Nein, nicht IndyCar. Irgendwie irgendwas mit schön mit 440 lang hacken. Was hatten wir heute noch nicht? Tuner hatten wir heute noch nicht und Endurance hatten wir heute noch nicht. Nur Street schon? Ja. Doch, in Washington, nee. Oder? Ja, aber das waren keine Street-Autos, glaube ich. Das war dieser Caterham. Ach ja, stimmt. Ja. Bis gleich. Weiter geht's jetzt mit Hypercars. Nee, Supercars, Verzeihung. Wie viele habe ich Hyper andersrum auch Hyper wäre jetzt aber auch nicht schlecht, ey. Hyper. Dann würde ich den Leihwagen, Ding ins Leihwagen, wie heißt der Königsegg fahren, einfach nur so ausfahren. Und verkackt. Aber mir noch einen mitgeben müssen. Immerhin hat er sich resettet. Ja, stimmt, zumindest. Fuck, mal, ey! Wow, was ist. Die Strecke so rum? Das sieht man auch nicht so oft. Kennt man noch aus Route 2. Stimmt, die sind, glaube ich, selten so rumgefahren. Oh, hier. Mann! Soll mal sehen, den Wagen mag ich ganz gerne. Die Viper, die kann ich echt leiden. Vielleicht geht damit ja was. Und ich habe zumindest mal nicht die ersten paar Kurven verhauen. Und hinter Kongo sieht's auch ruhig aus. Und. Dieser Bremspunkt, hoch. Ich wollte ihn verhauen. Ja, da war ich aber nicht der Einzige. Ich bin gleich so stecken geblieben, dass ich einfach nichts mehr getan hat und mein Lenkschaden bleibt. Okay. Reifenstapel. So ein Spiel. Also ich hatte direkt nach dem Einschlag rote Lenkung. Bisher läuft das Rennen ganz gut. Aber ich war wieder heil nach dem Reset. Nein, mein Lenkschaden ist geblieben, obwohl ich mich auch sofort resettet hatte. Vorsichtig, einfach vorsichtig aufs Gas. Nein, ups. Auf die Kurven Vollgas geben. Anmerkung in die nächste Runde, eher bremsen. Was? Nein, nee, mach das mal lieber nicht. Nee, mach lieber negative Beschleunigung, das ist viel besser. Hä, hey, was? Lol, hier geht's ja. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh, das gibt Fühler. Ja, Reset und ich... Ha, ich hab's geschafft. Ja, ich habe mich einfach geresettet und der resettet mich in die Wand rein. Ich krieg direkt wieder einen Lenkschaden. Das war sein Problem. Mach ich den Fehler? Dann mach ich den Fehler und dann habe ich auch noch Pech dazu. Jo, das war's mit deinem ersten Okay, Platz. Was ist Oko? Okay, scharfe Linkskurve. Ja, Reset und gleich wieder drehen. Das ist ja, schön. Siehst du, so ging's mir nämlich. Boah, auch. Alter, was geht denn ab, ey? Fuck. Das ist mal eine richtig schön ekelhafte Strecke. Cinnamon, bei mir fehlt dir ein Hinterrad. Nö, wirklich nicht. Hast wohl ein Rad ab. Oh, scheiße, ey. Noch 2 Runden, ey. Ja, hier kommen aber einige nicht. Die ersten 3 Kurven haben schon die ganzen Leute überfordert am Start. Ja, das war gut. Ich war sofort Dritter, wie ich durchgekommen war. Andy hat Gott, ey. Jetzt muss ich nur aufpassen. Ich hab noch 2 Resets. Ja, ich hab auch nur noch einen. Einen, meine ich, Entschuldigung. Ich hab noch 2.
Ich habe auch zwei. Weil ich ja zwei einsetzen muss. Ich habe halt damit gerechnet, normalerweise geht an der einen Stelle, wo ich da rausgeballert bin, die Strecke noch ein bisschen weiter geradeaus. Vielleicht müssen wir aber nur lange durchhalten, wahrscheinlich geben alle auf oder zerstören sich dann. Ich bremse jetzt schon mal. Wow, ich habe zu spät. Das ist ein guter Plan. Bergauf schon bremsen. Ja, das ist ein guter Plan. Alter, meine Viper ist komplett verzogen, ey. Verzieh dich. Schlechte Erziehung. Verzogenes Balk. Aber Zimtstern, das Rennen ist noch nicht gegessen, auch wenn du besser rausbeschleunigst. Der Franzose hat auch aufgegeben. Schade, dabei ist das mal ein richtig geiles Rennen eigentlich. So, Zimtstern. Du kommst halt an den Geraden richtig krass ran, weil du hast einfach... Gar nicht mal Leistung. Eigentlich. Es sind über 20 Leistungspunkte. Also in den Kurven über 20 Leistungspunkte hast du mehr. Guck auf der Gerade, fährst du mir wieder weg. Fährst du den Furei? Ja. Ja, der Furei ist wirklich, bei Tempo ist er echt daneben, aber dafür hast du übelst einen Grip, ey. Du kannst halt übelst gut in die Kurven einlenken. Schieb dich mal ein bisschen, Bump Drafting und so. Ey, dein Wagen ist so flach, wenn ich dich anschiebe, sehe ich dich gar nicht mehr. Er legt halt wie ein Brett auf der Straße. Der macht sich bestimmt gut in Spa oder so. Ja, mit Höchstgeschwindigkeit sieht's halt wieder scheiße aus. Ja, gut, stimmt auch wieder. Aber einfach nur aus Spaß. Aus Spaß? Lass mich wieder anfahren. Gott, ey. Boah, ey, was für eine Konzentration hier gerade. Meine Karre sieht. Meine Karre sieht. Meine Karre sieht unmöglich aus, ey. Ich sehe noch nicht mal Kongo. Ich hab dich kurz auf dem Radar gesehen, aber der lange Probe. Ach, Mann. Bist du ein bisschen flotter? Aber jetzt auf der Karte. Das war spannend. Also, ich hab in dem Moment im Rückspiegel geschaut und sah zumindest ganz witzig aus. Ah, links, rechts, Lenkung rot. Hey, ich hab hier rechtzeitig gebremst. Ich kann halt eher rausbeschleunigen, weil mir halt nicht so der Arsch kommt wie bei dir. Ja. Ja, die Viper ist ja sowieso ein Biest mit Heckantrieb. Ich lieb die irgendwie, ich kann die voll gut fahren. Habe ich so das Gefühl. Momentan hat die nicht in echt mega krass viel Hubraum? Oder war das die Dodge Viper SRT10? Ja, die SRT10 hat, glaube ich. Also die Viper hat generell, glaube ich, 8 oder 9 Liter Hubraum. Diese SRT10 war, glaube ich, irgendwie der stärkste Saugmotor der Welt oder so. Irgendwie sowas war das. Irgendein Ami hat Straßenwagen hat irgendwas um die 8, 9 Liter Hubraum. Okay. Ja, kann ich mir bei den Amis aber gut vorstellen. Ja, die Amis sowieso. Da brauchst du ja noch an Anhängern noch eine Tankstelle hinten drauf. So, mal sehen, ob sich das ausgeht hier. Aber so viel kann ich nicht mehr falsch machen. Sprach er und zerstörte sein Auto. Zwei Sekunden später. Nee, würde gar nicht gehen. Ich habe noch ein Reset. Bisschen driften noch. Letzte Kurve und... Oh, mein Drifting in die Hose. Durchsimmer. Ah, das hat doch mal jetzt wieder richtig Spaß gemacht. F, ausgeschieden, getrennt. Aber ist halt jetzt nur einer wirklich zerstört, die anderen haben nur aufgegeben. Furei, Huayra oder Huyora oder Huara oder Huyara oder wie hier auch immer ausgesprochen wird. Huayra. War das nicht der Gott des Windes oder irgendwie sowas bei den Mayas oder Azteken? Irgendwie sowas, irgendwas mit Wind. Oder war das so ein Wüstenwind oder sowas? Die Tuareg. Was heißt ein Tuareg? Das ist so ein Wüstenwind, glaube ich. Oder nee, das ist so ein Volk in der Wüste, so ein Wüstenvolk ist das, glaube ich. Beduinen oder sowas. Aber kann auch sein, dass ich da jetzt Bullshit laber. Höchstwahrscheinlich. So wie immer bei mir. Andy, das ist halt das Problem, wenn du dann einmal in der ersten Kurve raus bist, dann bist du so aus dem Flow und bist so mitten im Getümmel drin. Nee, ich hab überall so verkackt, Alter. Und vor allem hab ich dreimal die letzte, diese Löffelkurve da, weißt du, diese, ja. Ja, da bin ich zweimal mit 200 Sachen gegen die Mauer geballert. und beim dritten Mal habe ich mich einigermaßen gehalten, hab aber auch die Mauer mitgenommen. Ja, ich habe ja nur mal einmal diesen Fehler gehabt und mich zurückgesetzt und der hat mich direkt wieder in die Wand gehauen, habe ich mich nochmal zurückgesetzt, bin direkt wieder in der Wand gelandet, aber hatte dann keinen Lenkschaden, sondern nur ein paar Blechschäden, also habe ich es gelassen. Und da war meine Karre so krass verzogen, da habe ich so eine richtig fette Delle in der Tür gehabt. Krass. Naja. Siegemeilenstein, 15.000 EP, wuhu. War auf jeden Fall sehr witzig.
Und hat Spaß gemacht. Ja, und gleich kommt noch ein Rennen. Auf jeden Fall. Da sind wir jetzt im letzten Rennen und fahren Chicago. Dundee ist beigetreten. Sean Dundee? Ja, mit der Viper. Dein Spiegel ist ab, Kongo. Ja, ich darf im Stehen starten, das war auch mal schön. Ja, wenn du dich direkt nach dem Start zurücksetzt. Damit du nicht direkt am Start zurücksetzen drückst und dann Überschuss hast. Eigentlich ist das immer so gewesen, dass man zumindest über die Startlinie rüberfahren muss, damit man dann resettet wird, ansonsten geht das nicht. Ja, so war auch mein letzter Stand. Ich glaube, das hast du mir mal erzählt, wo ich mich gewundert habe. Ja. So, in die erste Kurve überlebt und so. Ja, das kann spaßig werden. Wieso hast du gerade gebremst? Hab ich? Ja, bei mir sind deine Bremslichter angesprungen. Wie du nach innen gerutscht bist, ey. Haben wir die Karre ein bisschen härter eingestellt, was eine gute Idee war. Dann hat er ein bisschen untersteuern. Also, aber ein bisschen härter habe ich ihn auch. So, mal schauen. Das verspricht doch ein spannendes Rennen zu werden. Und rechts und links. Ah, die Viper habe ich irgendwie ganz gut unter Kontrolle, weiß auch nicht wieso. Ja, die fahre ich auch schon seit Anfang an. Ah, das war nicht perfekt. Kann nee, ich gar nicht. Profit draus ziehen. Bums. Ist unsichtbar, was ist das denn? Hä? Okay. Oder durchsichtig? Ghost Car. Ah, du beschleunigst mich aus. Aber das war ein bisschen zu viel. Oh, vor mir wird gerammt. Gerammt? Oder geleckt. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ein Eis wird geleckt. Wenn du mir gerade wegfährst. Okay, das war jetzt scheiße. Fuck. Ich glaube, ich sollte öfter sagen, wie du mir gerade wegfährst. Seitdem ich hier Let's Play mit euch hier dieses Rennspiel, da habe ich überhaupt gar keinen Druck. Null. Wie ich nicht aus den Kurven rauskomme, weil der nicht in den ersten Gang runterschaltet. Richtig nervig. Der Reaperman ist richtig übel am Lecken. Der fährt in eine Kurve rein, bleibt stecken. Eine Sekunde später steht er wieder auf der Strecke und 100 Meter weiter vorne. Oh Mann, der ganze Vorsprung im Arsch, ey. Mein Wagen verhungert immer, aus jeder Kurve raus verhungert mein Wagen im zweiten Gang. Hat er nicht einen Felsvorsprung im Arsch? Boah, ich bin da drauf gefallen. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Verbremst. Oh lol, Alter. Ja, aber ich habe noch keinen Lenkschaden davon. Nee, oh, lol, das kann doch nicht sein. Ja, wenn du mich verkrampst, sei doch froh. Cinnamon könnte der nutzen. Nein. Wow. Was machst denn du? Hey, aus jeder Kurve verhungert der mir hier im zweiten Gang. Die Übersetzung ein bisschen zu lang. Ich habe minus 50. Echt minus? Okay, ich habe ein bisschen plus. Aber das ist auch eine schlechte Entscheidung. Ich komme echt nicht aus dem Quark. Das ist hier so eine klassische Strecke für Kurzübersetzung. Das war ein bisschen zu spät. Gerade bei diesen Kisten, die wahrscheinlich locker 350 schaffen. Mhm, ja. Bisschen driften kann man hier ja immer. Zimtstern ist auch gut rangekommen. Doch noch einen Dreikampf um den Sieg. Boah, aber echt harte Konzentration hier vorne. Hier geht's jetzt um alles oder nichts. Ja, der Fuhrer hat hier ganz klar Vorteile, ist einfach so. Der fährt aber Huayra. Oder wie auch immer. Zimtstern. Auch wenn er eben noch gesagt hat, er fährt immer Fuhrer. Hat er euch wohl genatzt, ne? Mhm, hat er uns ausgetrickst. Und da geht der zweite Spiegel flöten. Den ersten hast du an mir vergeudet. Ne, den hatte ich dann noch wiederbekommen. Echt? Okay. Das ist der gerade abgefallen ist. Ah.
Bongo kann also Spiegel aus dem Nichts herbeizaubern. Ja. Der hätte ich nicht gegenlenken sollen. Wie du später bremst und rankommst und trotzdem Kurve kriegst. Irgendwas mache ich falsch. Du hast bestimmt wieder deine Bremsbalance versaut. Nee, ich habe die ganz normal und unverstellt, weil ihr mir das letztes Mal geraten habt. Driften. Ah, die letzte Kurve kommt noch, davor habe ich noch Schiss. Aber sonst sieht es ganz gut aus. Ja, mal sehen. Andy, was versuchst du noch? Lol. Wo bist du? Ich bin von der Taste abgerutscht und habe auf Rücksetzen gedrückt. Oh, aber du hast dich verbremst, Alter. Ich hätte dich, glaube ich, gecatcht. Das Komische war, ich habe früher... Alter! Ich habe früher gebremst als du. Weil du bist ja bei der Bremse an mir vorbeigeschossen. Aber ich habe trotzdem die Kurve nicht gekriegt. Ja, weiß ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. Also ich habe definitiv auf deine Rücklichter geguckt und versucht einfach später zu bremsen als du. Ja, genau. Und trotzdem habe ich die Kurve versaut und du hast sie gekriegt. Aber ich habe dir auch gesagt, warum das vielleicht so sein könnte. Irgendwann vor 100 Folgen. Naja, aber du hättest mich wahrscheinlich sowieso überholt, du warst neben mir. Ja, aber das Ding war ja, ich bin, du bist nach außen gedrängt worden, ich konnte innen reinstechen, bin auch nach außen gekommen, war vor dir, allerdings konntest du rechts irgendwie den Schwung mitnehmen, mich doch noch überholen, ne? Ja, stimmt, aber ich habe mich dann halt dummerweise zurückgesetzt. Ich drehe meine Kamera, wo ist er? Wo ist er? Oh Gott, er war geiles Rennen. Mm. Richtig geil. Ja, abgesehen von dem Reset am Anfang, kann man da durchaus zustimmen, ja. Auf jeden Fall sind wir durch. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.